Letzter Start für heute hier in Hamburg. Teilnehmer auf dem Weg hinter die Flügel des Startwagens. Ja, ich sage mal was. Mach den Knopf an. Rennen ist gestartet. Kampf um das Kommando an der Innenkante. Ist es Muzzle Design. Da ist in vorderer Linie Venita. Ein Fehler von Lillebrohr. Fehler jetzt auch von Hirschi Goes. Und Kommando ist dann Venita gegangen. Die ist vorbeigekommen an Muzzle Design. Pferde gehen auf die Überseite. Aber das bleibt nicht lange so. Heute ist der Tag der Prophezeiung. Rot. Und da geht Muzzle Design nach außen und geht an Venita vorbei. In dritter Position Super Queen C. Viertes Pferd ist Lastovo. Also, Rochade. Und nun ist Muzzle Design wieder vorne. Aber jetzt kommt der Mephisto und greift an. Nach 9,5 und 14,8. Ist Mephisto außen aufgezogen, aber Muzzle Design lässt ihn abtropfen. Mephisto PS will nach innen, aber Venita hat etwas dagegen. Da muss Mephisto außen bleiben. Nach einer gelaufenen Runde fährt er wieder los mit Mephisto. Muzzle Design nimmt die Fahrt erneut an. Dahinter Venita, dann Super Queen C, die herausgenommen worden ist. Es geht auf die Schlussrunde 1000 Meter noch. Nächste Zwischenzeit ist 14,9. Muzzle Design, Mephisto PS geht nun dahinter. Dahinter Fehler von Abracadabra. Und Super Queen C zieht hier außen auf. Muzzle Design, Super Queen C mit der Attacke. Muzzle Design, der bekommt zum dritten Mal Druck heute. 5, rot die 5. Und Lillebrohr bekommt die rote Karte. Muzzle Design, Super Queen C und Mephisto PS. Diese drei haben sich absetzen können von Venita und Lastovo. So ging es in den letzten Bogen hinein. Die nächste Zwischenzeit 15-0. Muzzle Design, Super Queen C und Mephisto PS. Weit zurück Lastovo, Venita. Und dann muss da noch sein... Da muss noch sein, muss da noch einer sein. Es geht auf die letzte Ecke zu. Und in der Distanz Muzzle Design vor Super Queen C und Mephisto PS. Super Queen C, die Schlussattacke, Muzzle Design, Super Queen C, die ist dran, ist sie auch vorbei, keine Ahnung. Das kann der Zierichter entscheiden. Und dahinter dann Mephisto PS 14,5, die letzte Zwischenzeit.